Am 13.02. kommt Cube 2 raus. Das hier ist allerdings der Vorgänger, Cube im Director's Cut, auf dem PC. Leider gibt es keine deutsche Version von dem Spiel, gibt nur eine englische und auch leider ohne Untertitel. Deshalb muss man teilweise ein bisschen bei den Funkübertragungen etwas genauer zuhören. Aber ich habe das ganz gut in Erinnerung, muss aber auch gestehen, dass ich das vor einer halben Ewigkeit gespielt habe, deshalb also nicht mehr genau weiß, wie das eigentlich läuft. Also entschuldigt, wenn ich an Rätseln verzweifle. Es ist aber kein sehr langes Spiel. Es ist ein bisschen ein Spiel im Stil von Portal, also wem Portal gefallen hat, der könnte hiermit auch Spaß haben und ich wollte es mir jetzt vor dem zweiten Teil mal nochmal in Erinnerung rufen, deshalb habe ich es mir jetzt am Wochenende gekauft nochmal, weil ich habe es gar nicht auf dem PC gehabt und wollte es jetzt nochmal spielen. Und los geht's. And what if it didn't kill him? With all due respect, your best guess is still just a guess. We need to have faith in the possibility of good. Wait, hold on. His oxygen consumption's going up. I think he's alive. He's conscious. Hey, go steady down there. You've been out for a couple weeks. 15 days, in fact. They thought you were dead. If it wasn't for your life suit, you probably would be. Listen, there's been a complication. We can't link it to your POV camera, and it looks like communications are only working one way. You can hear me, I hope, but I can't hear you. That means we don't know how badly you were affected by the transportation. If you're feeling confused or disoriented, you should know that deep space travel can do you pretty serious psychological damage. Especially to your memory. Even a few hours out there in the dark can cause permanent problems. I'm gonna be honest with you. Mission Control are concerned you might have no idea who you are or why you're in there. If that's true, I have some difficult facts for you. You're a long way from Earth. A very long way. But every single person on the planet is depending on you. That thing you're inside right now, whatever it is gonna hit Earth in the next few hours. And if it does, that's the end of everything. You need to decipher and dismantle it from the inside before that happens. I just hope you haven't forgotten how. We all do. Now, listen carefully. This is important. The reason why it's me talking to you and not Mission Control is because you're too far out into deep space. Their signal can't reach you out there, but mine can. I'm Commander Novak. I'm an astronaut on board the International Space Station. I'm gonna relay everything they tell me, but the bad news is, every time I orbit around the far side of the Earth, I'll move out of radio range. When that happens, you're gonna be on your own for a while. Just stay calm, and keep your head straight until I get back into range. Okay, this is it. I'm orbiting out of range now. I'll be back soon. Just remember what I've told you. And believe it. Ja, so geht's los. Mit großer Verwirrung und viel, sehr viel Weiß. Und jede Menge Screenspace Ambient Occlusion. Und ja, hier sieht man schon, scheinbar sind es hier Rätselkammern. 6 Stück in diesem Kapitel wohl. Und wir kommen in die erste. Wir sind in einem Raumschiff oder irgendwie einem Objekt, das... Ah, guck mal, man kann hier was beeinflussen. Wir sind in einem Objekt, das im Weltraum schwebt und auf die Erde zuschwebt. Und wir müssen das irgendwie aufhalten, denn das droht auf die Erde zu krachen und würde damit dann auch die Erde zerstören. Man kann hier irgendwie Objekte manipulieren. Zack. Und baut sich hier zum Beispiel so eine Treppe. Und ihre Erklärung, warum wir nicht mit Mission Control direkt sprechen, sondern mit ihr, ist eben, dass wir... Nee, es gehen nur die beiden Sachen, okay. Ist eben, dass sie, ja, auf der Internationalen Raumstation ist und deshalb wir sie nicht hören können, was natürlich ein bisschen...
komisch ist, denn wenn man bedenkt, dass so viel weiter sollte das ja eigentlich nicht sein, der Abstand von der Mission Control, also der Erde und der Internationalen Raumstation, die schwebt ja nur im Erdorbit, also weiß man nicht so genau, was man davon halten soll. Und sie betont ja auch sehr, dass man ihr glauben soll. Also ich kann nur die zwei Sachen machen. Da passiert aber nichts mit. Und da oben ist nochmal eins. Und das kann ich aber auch nur ein- und ausfahren. Passiert aber auch nichts mit. Ist hier noch irgendwo eins, was ich vielleicht nicht sehe? Schau mal, da ist noch eins. Damit jetzt irgendwas erreicht. Oh. Ah, I get it. Das sind Sprungpads. Aha, aha, aha. Da haben wir schon mal ein bisschen was vom Rätsel gelöst. Zack. Also die blauen sind Sprungpads. Was machen denn die gelben? Aha. Kann das aber nicht umdrehen, oder? Das als erstes rausziehe, passiert nichts. Das als erstes rausziehe, passiert auch nichts. Das hier rausziehe, dann. Nee, Moment, das ändert aber doch die Reihenfolge. Ja, doch, hat doch. War doch andersrum, genau. Also, das funktioniert so ein bisschen wie dieser mittlere Tetris-Block. Also, das Element, was man als anfasst, das ist immer das, was am weitesten rausgezogen wird bei den Gelben. Das heißt, wir könnten jetzt, zack, hätten wir hier eine Treppe und zack, hätten wir da eine Treppe. Das ist, wie gesagt, kein sehr langes Spiel. Also ich denke mal, so in ungefähr 3 Stunden oder so ist man da durch. Zack. Aber ich hatte das als ganz cool in Erinnerung. Ist jetzt vielleicht kein Portal, aber es gibt immer wieder so Story-Elemente. Wir haben es ja schon ein bisschen gerade gehört, die auch durchaus spannend sind. Und so zieht sich das dann durch. So, dann müssen wir mal gucken, wo wollen wir denn hin? Wir wollen da oben rauf, also ziehen wir das komplett hoch. Dann können wir aber das nur so machen. Reicht aber, um hier hochzukommen. Ja. Und der neue Teil spielt diesmal dann nicht in einer Raumstation, also Cube 2, sondern auf einem Planeten. Und spielt wohl auch eine andere Figur. Ich dachte gerade, das bringt mich jetzt so nah zusammen, dass ich da, warte mal. Dass ich da zerquetscht werde, Indiana Jones Style. Aber nein. So, und jetzt können wir das einfahren. Und können das so rum rausholen. Dann müsste es auch reichen, um darüber zu springen. Ja. Wie hieß denn das, was ich letztens gespielt habe? Ich glaube, letztes Jahr war das gewesen. Mit der KI, wo man auch auf dem Planeten gelandet ist und dann auch durch so eine Reihe von Rätseln durch musste, der Turing-Test. Das fand ich auch cool. Jetzt haben wir grün. Grün können wir irgendwie gar nicht beeinflussen. Ich hab meine Hände gar nicht. Okay, das kann ich zurückspulen, grün.
Aha. Noch geht's ja halbwegs, aber irgendwann kommt dann die Stelle, an der ich wahrscheinlich total verzweifle. So, warte mal. Also das schieben wir jetzt mal raus, bis auf das die Platte. Dann kommt's hoch und... Ja, das wollten wir so nicht. Ich tippe mal drauf, dass ich da jetzt schnell genug sein muss. Achso, das muss... draußen sein, warte mal. Bringt das was, wenn ich das vorfahre? Nee. Muss das schon irgendwie auf das Ding raufbringen. So, jetzt kann ich es wieder rüberschieben. Jetzt könnte ich versuchen, ob ich hier rüberspringen kann von der Seite. Zack und zack und zack und hier rüber. Ja. Funktioniert. So, dann haben wir da wieder eine Stelle zum Rüberwerfen. Wir hätten hier wieder was zum Hochklettern. So, warte mal, dann schieben wir das erstmal raus. Zack. Dann haben wir das da oben. Wollen wir das reinfahren? Wollen wir... Das wollten wir so nicht. Aber was wollen wir damit? Wir wollen das dann noch eine Stufe weiterbringen. Oder? Ja. Okay, nochmal zurück. Das Ding einfahren. Den hier rausholen. Wie würde ich denn das jetzt da drauf kriegen? Wenn ich das hochfahre, dann wäre da genug Platz. Also schiebe ich das mal zurück und schiebe den mal so rüber. Zack. Kann der noch weiter? Nee, ne? Jetzt komme ich nur nicht da hoch, oder? Kann ich zwei solcher Blöcke hochspringen? Nee, ich kann nicht zwei solche Blöcke hochspringen. Und das bringt mir nicht weiter. Warte mal. Wie hoch komme ich, wenn ich... Ja, das geht so. Vielleicht war das nicht des Rätsels Lösung, aber irgendwie hat es funktioniert. Das ist natürlich auch eine ganz gute Erklärung mit diesem, dass sie halt um die Erde rumfliegt. Die Kontaktdame hier, damit sie halt nicht die ganze Zeit irgendwas vertonen müssen. Thing is est. Name is 919. Stimmt, da kommt irgendwann noch ein zweiter dazu. Also das rollt da rüber. Das rollt da rein, das wollten wir nicht. Neuer Versuch. Das rollt hier rüber und dann schlägt es dagegen. Wo wollen wir es dann aber hinführen? Wollen wir es überhaupt irgendwo hinführen? Warte mal, was passiert dann, wenn wir es jetzt hier reinlegen? Da kommt es nicht rüber. Fällt es da runter? Wir könnten natürlich versuchen, das weiter hier rüber zu treiben. Warte mal, wenn wir das jetzt hier so bauen und den dazu machen,
und den runtersetzen. Dann probieren wir mal, was passiert, wenn ich jetzt hier das Ding um einen nach rechts stupse. Ich glaube, das war zu früh. Ist es überhaupt rechts? Ist links, ne? Nee, warte mal, wir wollen was anderes. Wir wollen... Nee, wir wollen schon, dass das so rum... Aber es soll ja nicht auf der Ebene... Ach, Moment, ich hab's. Also das drehen wir hoch und den drehen wir rüber. Dann müsste es nach ganz drüben laufen. Nee, das reicht nicht. Vielleicht so... Reicht immer noch nicht. Ah, das wiederum hat gereicht. So, hier lädt er zwischendurch dann immer mal kurz. Ich glaube schon, dass das die einzelnen Kapitel sind, beziehungsweise nee, Level innerhalb eines Kapitels. Das sind, glaube ich... Nee, was soll ich sagen? Es sind vielleicht so 7 Kapitel oder so. 6 oder 7 Kapitel und dann halt mit den Leveln dazwischen. Reicht das, um da hochzuspringen? Nee, das reicht nicht. Aber es reicht, um da hochzuspringen. Ja. Ein bisschen was von Rubik's Cube hier mit dem Hin- und Herdrehen. Konnte ich nie. War ich nie in der Lage, das vernünftig zu machen. Hab dann am Ende als Kind beschissen und einfach die Aufkleber abgemacht. Und halt alles so hingeklebt, also die Aufkleber so hingeklebt, dass ich dann alle Seiten fertig hatte. Inzwischen habe ich schon mal irgendwo diesen Algorithmus gesehen, der dahinter steckt. Es gibt ja so ein System, nach dem man das Ding ganz, ganz leicht eigentlich lösen kann. Man muss halt immer nur dieselben Schritte dann ausführen. Aber das habe ich als Kind natürlich nicht geschnallt. So, warte mal. Komme ich denn da hin? Nee. Ach, Moment. Wir müssen das anders machen. Das muss hoch. Die Sprungplattform muss darüber. Als der einzige Ort ist, wo ich so nah rankomme. Und dann ist aber eher die Frage, wo soll das Ding hin? Vielleicht auf die andere Seite? Versuchen wir es mal. Ja. Dann können wir damit rumfahren. Und dann reicht es nicht, um da hochzukommen. Shitty, was machen wir jetzt? Drauf springe, das reicht doch nicht, oder? Nee, das reicht nicht. Was ich aber machen könnte, wäre mich hier hindrehen. Das Ding nach
unten drehen. Und jetzt einfach hoffen, dass wenn ich das einziehe, das weit genug reicht, um darüber zu kommen. Und es reicht. Hello? Can you hear me? Huh. No point saying that, is there? Okay. I'm gonna have faith. I'm at the peak of my orbit again, so fingers crossed this is getting to you. I've been speaking with Mission Control. They're worried about you. Because your radio's out, we don't know if you've lost your memory or not. If you have, it could be bad for the mission. One of the methods they use to bring back memories for amnesiac patients is to talk to them about important events in their lives. So, before you left, you wrote yourself a letter, just in case. It's a letter to you about you. Mission Control gave me a transcript. We think it's for the best that I read some of it to you. Okay, well, first, you're married. You have no children. You live in Colorado Springs, but you got married in Iceland. That's nice. You... Damn. I'm orbiting out of range. I'll read more if you're still there. Das war jetzt aber ganz schön kurzer Orbit, wenn man bedenkt, wie lang das Gespräch am Anfang war. Hier drauf stellen und dann einfach rüberfahren lassen. Das geht, genau. Ich mag ja voll Spiele, die so ein bisschen minimalistischen Grafikstil haben. Ich mochte ja auch dieses Naissance oder wie das hieß. Das hatte ich damals als Let's Play auf dem GameTube-Kanal gemacht. Das weniger Rätselspiel war als Erkundungsspiel in erster Linie. Ah, das war ein Glücksgriff. Ich wollte es eigentlich in die andere Richtung drehen, aber ich dachte, die wäre richtig. Probieren wir es mal so. Nee, das ist falsch. Dass das da reinfällt. Aber wir wissen noch nicht genau, wie. Nee, da fällt es nicht runter. Nee, so funktioniert das nicht. Wenn ich das jetzt so raushaue, aber dann reicht es ja vorne und hinten nicht. Thank you.
Ich denke mal, bei diesen Pfeilen in die falsche Richtung. Ja, oder fallen sie einfach runter? Scheiße. Was habe ich denn davon? Ist da jetzt einsetze? Ne, Moment, andere Richtung. Scheiße. Wo will ich denn? Warte mal, ich will, dass das so liegt und das nach unten. Nee, das ist mal völlig falsch. Dann kriegst du doch immer nur wieder in dieses Loch da unten rein. Kann ich dann verhindern, dass es da... Also, dass es da ankommt. Richtung. Nur nicht genau, wie man ihm den Stups in die Richtung geben kann, aber es fällt, glaube ich, immer in die Richtung, weil ich ein bisschen, weil der ganze Raum Schräglage hat. Genau, stimmt. Deshalb, es rollt von alleine immer nach unten. Es muss schon so rum sein. Shit, das funktioniert so nicht. Wir wollen, dass es nach da rollt. Aber es soll da reinrollen. Wenn ich so weit drehe... Fällt es ja nur nach unten. Das bringt also nichts. Und ich brauche auch den schon komplett unten, oder? Zack. Aber dann fällt er nur nach unten. Das wollen wir ja nicht. Wie kriege ich jetzt den letzten Stupser da rein? Kannst du so rum nicht machen, weil... Nee. Ah. Da hatten wir es gerade schon fast. Und danke. Keine Ahnung, ob das so gedacht war oder ob ich einfach Glück hatte. Egal. Das Schöne daran. Es muss nicht unbedingt so laufen. Test!
Ah, die werden eingefärbt. Wenn sie in die verschiedenen Dinger fallen und dann geht das zu. Wollen wir aber nicht. Wir wollen... das rüberrollen kann. Das bringt uns so rum nichts. Das hat aber geklappt. Ach so, es muss überall einmal rein, oder? Ja. Okay. Warte mal, dann machen wir es. Wie kriege ich es denn dazu, dass es hier rot wird? Ach so, ich kann das einfach... rollen lassen und zack. Und dann geht hier unten die Tür auf. So, jetzt ist die große Frage, wer ist die zweite Stimme? Es ist auch immer total, wenn solche Rätselspiele Story-Elemente drin haben. Also nicht nur so komplett für sich alleine stehen. Also ein Ball wird generiert und ich muss ihn in jede Farbe reinbringen. Das heißt, wenn wir den jetzt hier erstmal... den lassen wir jetzt erstmal so. Was kann ich denn da hinten alles drehen? Ja, damit drehe ich erstmal gar nichts. Rauscht er doch jetzt dann nur da durch. So, jetzt habe ich ihn schon mal blau. Muss er da nur noch dran vorbei. Und einfach nach unten fallen. Da rot kriegen. Wenn er jetzt nach unten fällt. Jetzt hängt er hier. Warte mal, in welche Richtung müsste ich das dann drehen? Würde er so rum da runterfallen? Nee, andere Richtung, ne? So rum. Shit. Da wird er grün, weil er durch blau und gelb durchgeht. Ja, toll. Was machen wir denn da? Das ist ja ein bisschen ungünstig. Also ich müsste ihn irgendwie vom Blau weghalten. Aber wie würde ich das denn machen? Shit. Zum Beispiel so. Das war zu spät. Und die Möglichkeit hatte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Zack, und rüber, und der springt rüber, und dann... Nein, zu spät.
Zack. Und zack. Ja, läuft doch. Keine Sorge, irgendwann kommt die Phase, in der ich dann völlig verzweifle. Also ich hab's durchgespielt mal irgendwann. I'm back in range. Fingers crossed. Look, Mission Control think that if you have lost your memory, me just giving you little details about yourself won't be enough to spark anything. They want me to read something more specific. Something very personal to you. So, I want you to know, I'm only reading this because you wrote it to yourself. It was 3 p.m. on a Sunday. You were upstairs at home. A teenage boy broke into your house. He thought you were away on vacation. You went downstairs with your gun. You shot him in your living room. Only he wasn't trying to rob you. He was passing by and saw a fire in your kitchen. He broke in to try and put it out. He was young and stupid. And probably should have thought of a better solution. But you assumed the worst. You assumed the very worst, and you shot him. He was paralyzed from the neck down. He died 7 years later, alone, at night, in Penrose St. Francis Hospital. I'm orbiting out. I hope that helped you. Fingers crossed. Na klar, wem hat nicht schon eine Geschichte darüber geholfen, wie man ein Kind erschossen hat? Oder zumindest angeschossen. Das will doch jeder gerne hören. So, jetzt geht's mit Farbenlehre los. Hier können wir aber nur drehen. Was brauchen wir denn für Braun, Blau und Rot, oder? Bin ich alles täuscht? Oder reicht auch Gelb und Rot? Das bringt, macht das auch Braun oder Orange? Gelb und Rot macht Orange, oder? Warte mal, dann probieren wir doch mal. Zack. Nee, ich denke mal falsch rum. Das war zu spät. Das war die falsche Richtung. Warum drehe ich es immer in die Richtung? Ich doof. Okay, also gelb und blau macht also grün. Ja, sehr schön. Schön, dass ich offensichtlich überhaupt nichts über Farbenlehre weiß. Seien Sie dabei, wie ich dumm bin. Maximal dumm. Scheiße, das Ding hätte ich. Ich muss mir die... Warte mal, ich muss mir die cleverer wegdrehen. Damit ich es darüber bewegen kann. Also... der kann dann... da rein. Was verhindere ich denn mit den Dingern da unten? Okay, also neuer Versuch. Wieder die falsche Richtung. Oh, das war zu spät. Moment, dann war das aber doch die richtige Richtung. Zack. Das ist zu spät an der Stelle dann. Aber wie kriege ich den noch so weit rüber, dass der dann mit genug Schwung da rüber geht? Um in das Orange reinzukommen. Also, das nach oben. Nein, 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 nein. Shit.
Ach, scheiße, es war die falsche Richtung. Also der hoch. Und der dann aber eher runter. Und der wieder runter. Und es reicht nicht, der war zu spät. Der war zu spät. Wieder runter. Es reicht immer nicht. Es ist zu spät immer. Hoch. Runter. Und runter. Ah, muss noch früher. Muss noch früher ran. Das wiederum war zu spät. War zu früh, so rum. Das war die falsche Richtung. Scheiße. Scheiße. Fragen, was ist denn jetzt los? Ich kann ja immer nicht warten, offensichtlich. So, das hätten wir. Jetzt müssen wir... Orange, also gelb-rot. Gelb-rot, gelb-rot, gelb-rot. Kriegen wir denn dazu, so einen starken Winkel zu haben, dass der hier rüber geht? Wenn ich das jetzt komplett rüberschiebe, ist das streng genug? Könnte ihn... Warte mal, der kommt mit einem ganz schönen Push raus. Ich könnte ihn rauspushen. Es könnte klappen, wenn es nicht zu spät kommt. Funktioniert. Und dann würde ich mal sagen, wie schieben wir den jetzt darüber? Also diesmal wollen wir ihn in die andere Richtung haben. Also es geht nach unten. Vielleicht braucht man doch den zweiten Push. Okay, dann hört er auf zu rollen. Das wollen wir natürlich nicht. Ha! Nicht gerade elegant, aber irgendwie geht's schon.
down there. She's lying to you. She's a liar. You're not where they say you are. They'll leave you alone to die in the dark. Spiel macht seinem Namen alle Ehre. Das ist alles so lange her, ich wusste das alles überhaupt nicht mehr. I hope you can hear me. The lights on the outside of the cube have gone dark. Mission Control think that's good. They say you must have hit it somewhere that hurts. So keep doing what you're doing. I know it's tough being alone out there. I've been alone here on the International Space Station for over a month. Round and round and round the Earth. And after a while, it messes with your head. The truth is, if you leave a person alone in the dark long enough, they'll lose themselves. Damn. I'm orbiting out of range. Keep going. I'll be back soon. Jetzt habe ich den gelben verschoben. Warte mal, machen wir uns erstmal einen Überblick, wo alles ist. Also. Den roten jetzt. Einmal rausschiebe, kann ich den gelben dann noch hochsetzen? Ja. Jetzt könnte ich den gelben so hochpushen. Der grüne ist da oben. Aber was habe ich davon? Ah, doch. Jetzt kann ich hier auf den rauf. Setze ich den nochmal zurück. Oh, das ist neu. Lila. Ach so, lila sind die Drehplattformen. Ach du Scheiße. Ihr wollt mich ja wohl verarschen. Also das Ding zieht man komplett raus. Den setze ich jetzt einfach mal nach unten. Was man mit dem macht, ich habe keine Ahnung. Zack. Und wohin könnte ich denn den drehen? Warte mal. Ist der dann jetzt woanders? Der ist jetzt da drüben. Nee, damit falle ich nur runter. Das bringt so nichts.
Warte mal, aber was vielleicht geht ist... Sekunde. Ich drehe das jetzt mal... Zweimal in die Richtung. Müsste das Rote da sein. Wenn ich das jetzt runterfahre... Und mich darauf hochfahre... Dreimal. Und dann mal gucke, wo das blaue Ding ist. Das ist hier drüben. Dann müsste ich doch eigentlich darüber geschleudert werden. Jetzt stand ich auf den gelben Platten. So, da muss irgendwas Grünes durch. Schauen wir mal, wo das ausgekullert kommt. Ich sehe gar nichts. Da ist die grüne Kugel. Und wo kommt die denn? Von da. Und ich kann sie da reinschieben. Sie da unten. Was kann ich denn noch beeinflussen? Ich kann das beeinflussen. Warte mal, das muss man neu rausrollen. Da hinten kann sie da rüber. Wo ist sie denn jetzt? Da ist sie. Ach, gelb haben wir jetzt auch noch. Das können wir mit dem begrenzen. Das heißt... Können die da rüber schieben, wenn sie da unten ankommt. So, warte mal, jetzt ist sie da eingesperrt. Das heißt, wenn ich sie jetzt nach oben lege, dann kommt sie genau rein. So. Oh Gott. Die liegt da unten. Kann was drehen. Da will ich sie drauf bekommen. Ich glaube, das war die falsche Richtung. Alle begrenzt, das begrenzt haben. Das Feld, okay. Das ist schon cool. Das ist echt cool. So, wir wollen da raus. Ich würde gerne so darüber. Boing und boing. Ja, sieht doch gut aus. I don't have much power left. I've been listening from inside my box. They say you're out in space. You're not. You're underground. They've buried you alive down there so they could test you. They're going to test you and test you until you rot into dust. And they do something to your memory. They did it to mine. They don't want you to remember who you are because if you don't know what's happening, you'll have faith that it will end. You'll have faith that someone will let you out of the dark, but they won't. You have to rip that faith out of your skull and replace it with truth. Or you'll die down there. So, das ist neu. Jetzt gibt's Magnete. Ach so, man kann es an- und ausmachen.
Tastatur. Das ist echt, also erinnere ich mich an alles nicht mehr. Also ich weiß schon noch, dass es diese zwei Stimmen gab. Ist auch komisch, wir haben eher so die Geschichte in Erinnerung bleibt, als jetzt die einzelnen Rätsel. Dass diese zwei Stimmen halt um meine Aufmerksamkeit gekämpft haben. Ach, guck mal, das schwebt dann einfach so durch die Luft. Solange der anbleibt. Ziehen wir den mal weiter rüber. Können wir den runtersetzen. Und dann müsste das auch wieder eine Treppe sein, oder? Ach nee, warte mal. Das ist anders. Sekunde, ich gehe jetzt mal so rüber. Lass mich da rüberziehen. Shit. Jetzt ist es eine Treppe. Austrain. Ich würde mal sagen, ich mache hier mal eine Pause und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, oder? Das passt doch ganz gut. Keine Ahnung, ob es passt, aber ich mache es jetzt mal. Also bis dann. Tschüss.